Auch wenn heute schon wieder die Sonne scheint, die Auswirkungen des gestrigen Sturmes sind überall zu sehen. Seit gestern haben die Feuerwehren keine Pause und fahren von Einsatzort zu Einsatzort, wie hier zu einem Baum, der auf das Wohnhaus stürzte. Mit der Drehleiter wurde er schrittweise abgetragen. Welchen Schaden der Baum verursacht hat, ist erst nach dessen Beseitigung sichtbar. Im ganzen Gebiet sind Straßen gesperrt, wie auch zwischen Langenbernsdorf und Weida. Abgebrochene und entwurzelte Bäume machten sie unpassierbar. Straßenwärter Erich Martin konnte nicht glauben, was er sah. Windbruch, also Bäume, die praktisch umgefallen sind durch den Sturm, und dann Äste, Totholz und so weiter, was dann eben praktisch auf der Straße lag und was eben geräumt werden musste. Ich bin schon seit 5 Jahren in der Straßenmeisterei und sowas in dieser Art habe ich noch nicht erlebt. Ja. Er und seine Kollegen sind seit Stunden bemüht, die Straßen wieder befahrbar zu machen. Schon jetzt ist abzuschätzen, dass der entstandene Schaden in die Millionen geht. Wenn sich auch der Sturm wieder gelegt hat, die Behörden warnen derzeitig immer noch davor, Waldflächen zu betreten, da weiterhin mit umstürzenden Bäumen und herabfallenden Ästen zu rechnen ist.